Hallo Freunde, Achtung, willkommen zurück zum neuen Video. Diesmal wieder am Start ist der Flori. Was geht? Und eine neue Folge Little Hope. So, dann gehen wir direkt mal rein in die Story. Wo wir letztes Mal aufgehört haben. Viel ist passiert. Haben Angela verloren. Ja. Ja, verloren, aber tot ist er dann davon. Ja, tot wissen wir nicht, aber verloren definitiv. Zumindest jetzt erstmal auf den ersten Blick. Lass mal hier den Weg. Ich sehe gar nicht mehr, hallo. Ja, nur noch Nebel. Taschenlampe? Ich habe nur noch Nebel. Hä? Taschenlampe, hallo? Wozu habe ich eine Taschenlampe? Jetzt, danke schön. Meine Güte. Da kommt das, da kommt das. Was war das? Weiß ich. Weiß Da, nicht. Angela. Leute! Die ist da drin, in Hallo? dem Schacht. Die ist da Ist drin. da wer? Wir sollten weitergehen. Da ist die reingefallen. Also oben auf der Straße. Das ist da drinne. Wo zur Hölle sind die nur? Haben sich wohl auch verirrt. Meine Kamerasicht ist jetzt von dem Dings aus. Ja, von genau. dem. Will ganz Deine auch? Nach mir suchen. Okay. Da wette ich. Sie ist garstig, aber. Geh vor. Ich geh nicht vor. Ein guter Mensch. Bist du das sicher? Ich bin schon das hier eigentlich. Ich kenne sie schon lange. Länger als ihr. Sie hat eine Menge durchgemacht. Ist aber eine das ist gute. Ist schon wieder so ein komisches Haus, Mann. Und eine Katze. Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war es in einem früheren Leben. Witzig. Find the road into the building. Machen wir mal die Tür auf, oder nicht? Gehst du überhaupt? Müssen wir wahrscheinlich. Aber erstmal noch umschauen, wo ich jetzt. Scheiß Tür! Tür geht auch nicht, Tür geht eh nicht auf. Ach, dann müssen wir die zu nehmen. Ganz vor, Ladies fast. Na, mir egal. Dann rein da. Na, ja. Wusste ich nämlich. War nämlich von vornherein klar, dass man da nicht rein kann. Nee, aber hier. Hey, Daniel, sieh mal. Geht's da rein? Sieh doch mal. Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Von wegen. Hab die Wette nie angenommen. Na gut. Locker. Das krieg ich doch aufgehebelt. Dann mach's doch meine Sache. Bringen wir es hinter uns. Da gehe ich jetzt nicht. Spät. Brauchst du eine neue Unterhose? Da habe ich mich nie erschreckt. Komm schon, geht mal nach. Nicht. Ich bin ja an der alten Schabe, oder? Was bist du? Ich habe mir am Schei erschreckt. Ach so, ja, ich mich nicht. Bei mir alles für dich. Tür ist offen. War das nicht da, wo wir eben drin? Ja, da waren wir eben drin. Die sehen wo so das Mädchen war mit der Puppe. Gruselig. Das ist was anderes. Da habe ich mir erschreckt. Ich hab. Da war gerade etwas. Da war gerade etwas. Sehe ich genauso. Junge. Wohin willst du? Sicher, dass das klug ist? Nö. Die sagt sogar nö. Das ist eine gute Voraussetzung. Das ist schlimm. Ich flehe euch an. Helft mir. Nur Gott kann dir jetzt noch helfen. Wir haben von Joseph gehört, dass Mary jene Puppe ein Spielzeug des Teufels, ihr eigen nennt. Kein Zweifel, dass du, Tabitha, dem Kind diese Monstrosität gabst. Folge mir nun weiter. Mary, so erzähle ihm doch, wie du sie selbst fertigtest. Du irrst dich, liebste Schwester. Die Puppe war nie mein eigen. Ich muss dich suchen.
Was erzählt Bitte die? Helft mir nun in meiner Not. Bitte. Confront Gil, Grab Doll. Nee, wir reden mit der Seiche sowieso, wir sprechen die voran. Das war ein Fehler. Die Scheißpuppe von dir ist. Sie ist nicht von mir. Glaub mir. Der Teufel hilft dir nimmermehr. Bete nun zu unserem Gott, dem Allmächtigen, auf dass er dir vergeben möge. Du wirst es noch bereuen, ein Kind verhext zu haben. Ich flehe dich an, Mary, so sag ihm doch bitte die Wahrheit, bevor es zu spät ist. Schweig still, Feind. Was hast du gesehen? Dass ich jetzt, glaube ich, mit meiner Entscheidung diese Frau dort umgebracht habe in der Zukunft. Mhm. I saw myself. You left me. Ich habe mich selbst gesehen. Ja. Mich selbst angestarrt. Andere Klamotten, andere Wortwahl, aber... Ich habe die gerade umgebracht. Das war so ein Fehler. Das war so ein Riesenfehler, die Entscheidung zu nehmen. Ich hätte die Puppe nehmen sollen, Mann. Junge. Tut mir leid, was passiert ist. Diese Frau, die so aussah wie ich sie, wurde wie eine Verbrecherin abgeführt. Mhm. Scheiße. Durch mich, weil ich die Puppe nicht genommen habe. Junge. Lass uns abhauen. Ja, weg hier. Ich hätte die Puppe nehmen sollen, Junge. Ich hätte die Puppe nehmen sollen. Wir hatten die Puppe gegeben. Da war... Für welcher Charakter bin ich jetzt überhaupt? Hier liegt erstmal noch was auf dem Tisch. Da war diese Frau. Da ist ein Ohne war. Das ist. Das habe ich gesehen. Das habe ich in der Linken gesehen. Hab ein Messer gefunden. Hä? Das ist gut. Nimm das wir's gesehen, mit. Das war eine Vision. Ja. Here you take it. I'm keeping hold of it. Du hast es mitgenommen. Nimm du es. Warum? Selbstverteidigung. Was denn sonst? Ich habe nicht gesehen, wer das Messer genommen hat. Ich habe es nicht gesehen. Okay, du fühlst dich sicherer damit. Klar. Diese Frau, die wir gerade spielen in der Vergangenheit, die wurde gerade beschuldigt, eben, dass sie eben da mit dem Teufel zu tun hat. Und das kleine Mädchen, kennst du ja, die hat ihre Puppe in der Hand gehabt und die sollte eben zugeben, dass sie die Puppe hergestellt hat und nicht irgendwie jemand anders. Das kleine Mädchen hat aber daraufhin dann eben gesagt, dass ihr die Puppe nicht gehört, sie hat die nur geschenkt bekommen. Und ich hatte die Auswahl, entweder das Mädchen ich kann das Wort nicht aussprechen, du weißt, was ich meine, halt darauf ansprechen. Und dieses Mädchen dann eben sagen, yo, du hast die Puppe eben hergestellt. Oder eben die Puppe nehmen. Also praktisch gar nichts sagen, ruhig bleiben, die Puppe nehmen und eben durchziehen. Hab dann eben das Mädchen drauf angesprochen, wie ich dummer bin. Und dann eben hat dieser Typ da die Frau, die wir spielen, abgeführt und dann wahrscheinlich... Ja. Versteh schon. Also ich... Das auch gut, so weiß ich nicht. Ja, muss ich, weiß ich halt nicht. Ich hätte halt die Puppe wahrscheinlich... Ach du Kunde. Ja, aber müssen wir gucken. Egal. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich habe sie ja nicht gesehen, wie sie gestorben ist. Ich habe nur gesehen, dass sie abgeführt wurde. Ich weiß nicht, ob die tot ist, die Frau. Ich habe sie auf eine Karte gesehen, wie jemand das Messer genommen hat. Aber ich habe nicht gesehen, wer. Gut. Ich hoffe, er hat mich definitiv entschieden. Na, wie gesagt, bei mir, ich habe nicht gesehen, ob die Frau getötet wurde. Ich habe nur gesehen, die wurde abgeführt und eben... Ja, halt mitgenommen. Aber was passiert ist mit der Weise nicht? Also es kann auch sein, dass... Oh, hallo. Wieder der Typ. Durchblicken Sie die Lage langsam besser? Nö. Nee. Das Ding, was immer es ist, verfolgt Angela immer weiter. Aber sie lebt noch. Erbittlich. Mhm. Ich hoffe, es geht ihr gut. Safe. Jetzt endlich hat jemand eine Waffe. Mhm. Das könnte nützlich sein. Wahrscheinlich. Aber das ist was tun.
Wissen wir nicht. Ich kann Ihnen helfen. Mit einem kleinen Tipp. Ja, nehmen wir. Per. Nehmen wir, ich habe auch mehr gemacht. Sie sind sich einig. Nun dann, wie sage ich es? Wir alle haben unsere Dämonen. Sie gehören uns, uns ganz allein. Und sie sind oft aus Reue geboren. Ich gebe Ihnen noch ein paar weise Worte eines großen irischen Dichters mit. Ich traf ihn in Paris, glaube ich. Urteile niemals vorschnell. Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und jeder Sünder hat eine Zukunft. Sie ist nur ein Kind. Wir sehen uns später. Die ist nicht nur ein Kind. Viel schlimmer. Sind wieder auf der Straße. Ja, schuss die vor, Alter. Hast du gehört? Ja, ich weiß. Die anderen können nicht mehr weit sein. Ich hab's gehört. Na hoffentlich. Bisher hatten wir heute nämlich nur Pech. Stay close to Daniel, find your classmates. Na gut, dann... Die Frau, die aussieht wie ich. Warum wurde sie so behandelt? Wirkt wie ein schlechtes Omen. Aber ich pass auf dich auf. Versprochen. Na, dann ist wieder ein Schild. Ich komme. This house was the home of promising young author Tilly Johnson, famed for her gothic novel Tract of the Theatre, 1856. Tilly was mysteriously found dead at home in June of 1858. Little Hope Town, Tourism. Soll ich das auch nochmal vorlesen? Kannst du machen, ist ja kein Problem. In diesem Haus lebte die vielversprechende junge Autorin Tilly Johnson. Mit ihrem Schauroman Tat der Angeketteten 1856 berühmt wurde. Tilly wurde im Juni 1885 auf mysteriöse Weise verstorben in ihrem Haus aufgefunden. Fremdenverkehrsbüro Little Hope. Weißt du, was das heißt? Guck mal, die hat doch ein Buch über so eine Angekettete geschrieben, wa? Und die Angekettete war doch die Frau, die eben 1700 was auch immer da gestorben ist. Dann kann das sein, dass sie die umgebracht hat im Juni noch was. Kann das sein, oder? Angekettet mehr. Kann sein. Da ist noch was. Hier ist nach dem Anschauen. Ja. Erstmal links und dann rechts. Division. Ich guck's auch an. Ach, das ist wieder so ein bisschen. Na, super. Ach, du musst es zuerst. Ich kann erst, wenn du fertig bist. Voodoo Doll. Na, super. Gehen wir weg. Ich guck's mir auch nochmal an. So. Auch wenn ich keinen Bock hab drauf, mir das anzugucken. Ach. Also ich habe dort eine Person gesehen, was ich glaube ich mit Sicherheit sagen kann. Komm mal her kurz, stell dich mal vor mich. Das war Daniel. Das war genau das Trainingsspiel. Ne, dass der von so einem Speer bedroht wurde. Also. Fast. Ja, das würde ich sehen. Und ich habe schon angeschaut. Gut, dann lass weiterlaufen. Noch ein Schild lesen. Achso, haben wir noch gar nicht. Ja, dann los. Ach, das war. Gut. Ja, dann lies noch. Danke, dass du da bist. Schicksal der Sklaven ist nicht bekannt. Versklavt wurden und dann auf den weißen Namen getötet wurden, auf weißen Namen. So. Haufenweise Namen meinst du jetzt, dass da die Namen standen? Die hast du jetzt bloß ausgelassen. Ja. Okay. Gut. So, dann gehen wir weiter und gucken mal jetzt, wo es. Da waren wir schon eben. Rechts.
Wir müssen jetzt nach links geradeaus, dann können wir da rechts einbiegen in die Straße, wenn du siehst. Außer eben davor kommt noch was, aber das weiß man jetzt nicht. Mich würde mal interessieren, was ist mit der Angela? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Hoffe, ich kann mich mit Angela versöhnen. Ja, wenn jetzt noch Liederfische bestimmt schon. Heute ist schon viel. Weil ich glaube, der Kurator hat ja gesagt, die lebt noch. Oder was heißt, die lebt noch, aber die ist gerade auf der Flucht. Bedeutet, die müsste noch leben. Weil wenn jemand auf der Flucht. Er weiß nicht, wie sie geht. Ja, aber er hat auch gesagt, sie flüchtet vor dem Ding. Und wenn sie flüchtet, dann müsste sie noch leben. Little Hope Tourist Office. Da ist ein Zettel. Außer uns hat sich schon lang kein Tourist mehr hierher verirrt. Warum sollte auch jemand herkommen? Dieser Ort ist eine Geisterstadt. Öffentliche Bekanntmachung. Zwangsvollstreckung. Bankbesitz. Zutritt verboten. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach die Straße weiter, weil woanders wüsste ich jetzt nicht wo. Außer, warte mal, hier links rein. Na, das ist eh schon gerade rausgehen. Da sind wir gerade rausgekommen, achso. Gruselige Musik. Wo kommt das her? Das ist ein Fehler, ich glaube ja. Weiß nicht. Schon wieder so eine komische Kamerasicht. Ich hasse das. Gerade. Dein Ernst? Achso, da. Das ist ein Rahmen. Ja. Kann ich, da kommt gleich was. Kann ich den irgendwie anleuchten? Hallo? Ich möchte den anleuchten. Ach, komm. Wenn du nur glauben, kommt gleich was. Ja. Du willst reingehen. Na, keine Ahnung. Aber da kommt überhaupt nichts. Wo wollen wir jetzt hin? Ich suche den Weg. Hier waren wir doch gewesen, aber wir sind doch nicht den Gang links hier. Guck mal. Hier links sind wir nicht hoch. Da kommst du ja durch. Ja, lass mal da lang gehen. Ach so. Hier sind wir. Deswegen meinte ich, hier sind wir safe noch nicht lang. Warum gehe ich überhaupt vor? Mach du den Scheiß. den Jumpscare kriegen wir hier beide ab. Ja, ist doch gut. Den Jumpscare kriegen wir eh beide ab, wenn einer kommt. Was ist hier? Ja, diesen. Oh, lieber Mann. Ach, eine archäologische Ausgrabung forderte im Jahr 1955 eine Schicht Asche und Knochenfragmente zutage. Deshalb wird vermutet, dass hier während der Hexenschlacht im Jahr 1693 Menschen gehängt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Es ist nicht bekannt, welche Beschuldigten hier hingerichtet wurden. Fremdenverkehrsbüro Little Hope. So, wo wollen wir jetzt lang? Hast du einen Plan? Ich sag nicht nein. Hier im Busch. Was denn, Ach, geht gar nicht. Ich wollte schon sagen. Na gut, dann. Ich soll mitgehen. Ist die Pasche weg? Könnte sein. Nee. Aber lass nochmal zur Baustelle, weil da müssen wir safe lang, weil woanders wüsste ich jetzt nicht vor. Lass mal direkt links. Da ganz, ganz links. Ach so, da, ja. Ja, da müssen, ja, das ist safe. Safe der richtige Weg. Am ich hab mich halt einen Arab mal schauen. Nee, ich nicht. Die alles gut. Schaukel. Hey, sieh mal. Nicht. Ja. Lass schaukeln. Das kann nicht sein. Ich kenne dieses Muster. Das ist meine alte Schaukel. Hier, nein. Siehst du? Nein, es ist nicht deine alte Schaukel. Hey, alles gut, alles gut. Nichts ist gut. Sieh doch mal. Diese Sterne da?
Die habe ich hier drauf gemalt. Mit meinem Dad. Das ist nicht deine Schaukel. Als ich 10 Jahre alt war. Sicher? Und ob ich sicher bin, das ist meine Schaukel. Was macht die Entscheide dich bitte richtig. Sonst stirbt einer. Ich glaube dir. Ich glaub dir ja. Ja. Aber was heißt das? Foxes Place, it's a message for me. Nee, für Paranoid, war Angry, wäre falsch. Diese scheiß Stadt will mir irgendwas sagen. Ja. Hey, schau mich an. Wir stehen das durch. Haben wir okay? Viel bekommen? Zusammen. Ach du, grüne Neune. Oh mein Gott! Junge! Das ist nicht mein Werk. You must help me. I beg you. Please help me before it is too late. Schweig jetzt, Weib. Wir müssen richtig entscheiden, wer sich stirbt. Nur der Allmächtige kann dir vergeben. Seine Gnade allein kann dich retten. Listen to me. I have committed no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything. Nothing more. I swear. Du täuscht mich nicht. Das Böse ist in dir. Ich muss die Verderbnis aus Little Hope tilgen. Wir haben keine Wahl. Du musst hängen. Ach, wir können gar nicht. Ich bete, Herr, für die arme Seele unserer Schwester Tabitha. Sie verfiel dem Teufel. Handelt nach eurem Ermessen. Das hat eine sehr Entscheidung zu tun, by the way. Ich glaube, hat das mit deiner Entscheidung zu tun. Hat sie auch. Du weißt, dass sie falsch war. Das war ich. Ich hätte die Puppe nehmen sollen. Das heißt, weiß ich bin doch. Ein Ister. Ich pass auf dich auf. Versprochen. Ja. Danke. Schön, dass du hier bist. Ich hätte vorhin die Puppe nehmen sollen. Zeig ich dir, Luises? Gehen wir weiter zur Kirche und suchen die anderen. Ja, zur Kirche. Ja, hast wohl recht. Super. Noch letzter. Ich hätte die Puppe nehmen sollen. Bin ich dir ganz ehrlich. Soll ich dir, Luises? Ich habe die Puppe nicht genommen und das war der Fehler. Also der Jumpscare war hart. Soll ich dir, Luises? So, ich würde sagen, wir müssen hier geradeaus, weil woanders geht ja nicht. Dazwischendurch durch den beiden. Siehst du das? Auto und Bus. Mhm. Also der Jumpscare war halt echt hart. Hey, das ist eine hier Katze. Drüben. Wieder ein Laber. Nee, ist eine Katze. Ja, wieder die Katze. Ich fühle mich verfolgt. Wir werden verfolgt. Hey, verpiss dich gefälligst. Ah, verdammt nochmal. Die Frau ist geheim. Scheiße, was ist das? Es ist die Frau. Hör auf, Blaze. Ich hab Angst. Verstecken, rennen. Rennen. Los! Verstecken, die findet uns. Wir müssen rennen. Oder? Ich muss drücken. Ich hab. Was musst du gerade machen? Ich mach immer so wie du, ich mach nur Facett. Achso. Ich mach alles kurz, mach alles nach. Ja gut. Los, weiter schnell! Hörst du das? Ist das Taylor?
Taylor! Taylor, bist du das? Schnell zur Kirche! Lauf! Hey! Halt diese Biester, sind uns her! Los, Alter! Komm schon, schneller! Hey! Lauf! Los, hier rein! Help! Flieh! Verdammt, was machst du da? Los, hier rein! Nee, wir müssen abhauen. Wir müssen abhauen. Ich will, dass die Frau lebt. Tja, war richtig. Der soll sein eigenes Ding da draußen machen. Ist mir egal. Wo ist Angela? Sie hat es nicht geschafft. Wir konnten nichts tun. Machst du Witze? Nein. Und wenn wir hier alle nur herumstehen, erwischt es uns auch. Fuck. Versperrt alle Eingänge, die ihr finden könnt. Eine Kirche. Grace. Ich dachte schon, mit mir sei es aus, dieses scheiß Biest. Du lebst. Ja. Alles gut. Ich hätte dich nie sterben lassen. Na, da wäre ich mir mal nicht so sicher, Kumpel. Obwohl, nee, eigentlich habe ich mich gar nicht erschreckt. Oh Mann. Das ist was anderes. Ich hab mir selbst nichts. Ich glaubte dich niemals wieder zu erblicken. Tabitha. You look like me, back off, Warmer. Was zur Hölle? Du siehst aus wie ich. Wer bist du? Diese Frage bewegt auch mich. Etwas geschieht, das uns alle verändert. Selbst unsere Mary. Zuweilen scheint Mary das gutherzige Geschöpf zu sein, das ich stets liebte. Gleichwohl ist sie verändert. Sie trägt eine namenlose Bösheit in sich. Vergib mir, Gott, denn mein Herz sehnt sich nach Tabitha, nicht Mary. Selbst im Tode wirkt ihr Zauber noch. Mary. Ihr Geist hält dich umklammert und blendet dich noch immer. Du verdrehst mir das Wort im Mund. Unsere Schwester lebt. Sie steht neben mir. Ich weiß, dass du sie siehst. Hier ist kein Teufel. Es ist Davids Kummer, der ihn verwirrt. Ich bin nicht verwirrt. Ich spreche die Wahrheit. Judge Wyman entscheidet, wer hier die Wahrheit spricht. David wird ihr kein Leid zufügen. Du hast mein Wort. Ich bin keine Gefahr für sie. Niemals könnte ich meiner Mary ein Leid antun. Hey, Moment! Bei mir war gerade ein Jumpscare, Blaze, wo du nicht gesehen hast. Ich hab den Typen reingelassen. Ja, und bei mir war ein Jumpscare. Ich hab den Typen gefragt, ob er uns helfen kann. Er hat gesagt, er geht und holt Hilfe. Andrew! Ja, und ich hab gerade eine Cutscene gesehen, wo die wieder in der Vergangenheit waren. Das war's. Der Pastor, Priester, was auch immer, hat meinen Doppelgänger angeklagt. Klang gar nicht gut. Noch ein Prozess? Diesmal nicht. Aber sie waren auf dem besten Weg. Und das Kind? Mary? Ja. Die war auch da. Sind wir ihr sicher? Gibt es andere Eingänge? I didn't check. I don't feel safe, yeah. Ich fühle mich hier drin nicht sicherer als da draußen. Als euer Prof habe ich die Pflicht, euch zu beschützen. Oh, da kommt doch gleich schon wieder was. Dieses Ding ist noch da. Da drüben! Wir müssen ihr folgen. Wer sie auch ist, sie hat mit all dem zu tun, was hier passiert ist. Und falls ja, was dann? Wenn wir sie stoppen, könnte das unsere Pendants vor Schlimmerem bewahren. Okay. Bewacht die Tür, falls das Ding zurückkommt. Die Frage ist, ob ich jetzt Lust habe, da hochzugehen. Nee. Oh, es läuft anscheinend. Läuft anscheinend eh automatisch. Nein. Oh, ja. Kleine?
Bist du da? Ja, aber das ging. Das ist was anderes, Digga. Das ist... Ich pack das nicht. Ich pack das nicht, Digga. Ich pack das halt echt nicht. Jedes Mal. Oh, Junge. Nur die Ise ist mal dasselbe irgendwie. Trotzdem. Ist genau gleich schlimm, jedes Mal, Mann. Diese Worte schmerzen mich. Doch deine Bestrafung wird erfolgen. Für unser Heil und Schutz. Verschont ihn. Ich bitte euch. So schwer es ist, Kind. Eines Tages wirst du es verstehen und mir danken. Geh fort von hier, Mary. Dein Flehen ist vergebens. Du sollst nicht Zeugin meiner Qualen werden. Er soll mein Hüter sein, wenn du fort bist. Judge Wyman erwählte Abraham. Er wird dein Hüter sein. Eine Entscheidung, die nicht jeder hier gutheißt. Der jüngste Tag wird kommen über alle. Sprich dein Gebet. Nein! Nein! Sieh, Kind! Sieh, wen ich verschonen sollte! Sieh, er ist nicht mehr von dieser Welt! Verlorene Seele, der Teufel verleiht dir diese Kraft! Ja. Wenn mir das so auffällt. Musstest du gerade was entscheiden? Ja. Nee. Sieht irgendwie aus wie damals bei dem Haus. Ja. Die Frau im Haus ist erstickt am Rauch. Ja. Die jetzt ist ertrunken. Beides durch Erstecken. Ja. Die Frau, der Taylor, wurde erhängt. Wie im Schal. Ja. Der jetzt aufgespießt. Ja. Nee, war im Haus. Ja. Er war genau hier. Ich. Gibt's Parallelen zu dem, was wir als erstes gespielt haben? Mhm. Wenn der Vater zu etwas erschlagen wird und der andere in Flammen aufgeht. Wie, wieso erschlagen? Die eine wurde nicht erschlagen am Anfang. Der Mann wurde erschlagen. Echt? Ach, von dem Dings, ja, stimmt. Und die andere, also der andere in Flammen. Tja, der Club namens Ich habe mich selbst sterben sehen hat ein neues Mitglied. Willkommen an Bord, Daniel. That's cold-blooded. What do I mean? Was springt für mich raus? Eine besser er als ich Mütze? Ein Hey, ich lebe noch T-Shirt? Wir verlieren hier wertvolle Zeit. Warum wollte diese Mary, dass wir den Tod ihres Bruders sehen? She is sadistic, missing a piece of the puzzle. Das passt nicht. Wir haben irgendwas übersehen. Und was? Weiß nicht. Als ich Mary sah, kam sie mir seltsam bekannt vor. Mir auch. Als würde ich sie kennen. Aber woher? Da ist es! Das hat uns verfolgt! Los! Ja. Da kommt das Vieh angeflogen. Es ist da draußen. Was machen wir denn jetzt? Leise. Da draußen. Hört. Es ist draußen. Noch. Was, wenn es beschließt, hier reinzukommen? Vielleicht sind wir hier in der Kirche sicherer. Warum? Das ist geweihter Boden. Eine Kirche, das mögen Monster Ach nicht. Ach so? Also haben wir es jetzt mit Vampiren zu tun? Immerhin ist das hier ein festes Gebäude. Er hat recht. Drin sind wir sicherer. Wir bleiben hier. Entscheid richtig. Kannst du mal gleich das alle Das Ding hat es immer noch auf mich abgesehen. Es will mich. Raffst du, womit wir es zu tun haben? Das Ding da draußen ist eine Nummer für sich. Wir müssen ihm entkommen. Oder? We need to split. We leave and we are toast.
Sorry, da gebe ich Ihnen recht. Da draußen sind wir tot. Bin wohl überstimmt. Noch da, Flori? Aber wenn dieses Ding hier auftaucht, bin ich weg. Geht klar. Naja, dann machen wir jetzt hier erstmal Folgenpause. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt einen Kommentar. Checkt gerne die Links in der Beschreibung zum Discord oder Instagram. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, Little Hope. Und ciao.